Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal hier zum Landwirtschaftssimulator 2017 Forstprojekt. Ja, wir fahren hier mal weiter mit den Stämmen zu häckseln. Vielleicht sollte ich den Häckseln noch einschalten. So, und schon läuft er wieder. So. Sägen wir noch einmal einen Baum um. Mal sehen, welche wollen wir da nehmen. Ja, der da hier. So, die sich nicht gerade zu weit laufen muss. Sonst wird es nur langweilig für die Zuschauer. Ups. Ihr könnt, schreibt mir doch bitte noch in den Kommentaren, ob ich noch offline weitermachen soll. Weil es könnte schon in welchen gehen hier mit dem Hackschnitzel, weil es kommt als nächstes dann der Prozessor und dann habe ich wieder fast kein Geld mehr. Dann muss ich wieder sparen mit dem Hackschnitzel. Es geht zwar nachher einiges schneller, aber immer noch dasselbe auch beim normalen Spiel. Ob ich dort weitermachen soll, dort geht es ja auch recht lange. Weil jetzt kommt, es ist immer wieder derselbe Ablauf. Jetzt kommen wir mal zum Thema Aufnahmeprogramm. Ja, wie ihr im Moment, was ihr oben beim Video auch seht, ist immer noch dasselbe Aufnahmeprogramm. Ich habe jetzt ein Schneidprogramm, das einigermaßen funktioniert. Ich bin nicht bereit, mir etwas zu zahlen von meinem Geld, noch etwas auszugeben, weil ich verdiene im Moment auch nichts mit YouTube und meine Eltern müssten das unterschreiben und das werden sie sicher nicht tun. Sie wissen auch nicht, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Brauchen Sie auch nicht zu wissen. Geht sicher noch 2 Jahre und dann kann ich das selbst entscheiden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt werde ich sicher nichts bezahlen für ein Aufnahmeprogramm und so. Und ich bin ja auch noch Anfänger. Ich möchte zuerst auch noch ein bisschen lernen.
hier nicht noch einen Stamm gesehen. Doch hier. Und mal sehen, wie viel das im Wagen ist. Ach, der ist schon wieder voll. Was sagt der Timer? Ach, da haben wir noch genug Zeit. Verkaufen wir noch einmal ein bisschen Hackschnitzel. Probieren wir gerade wieder mit hier hinunter, wo wir heraufgekommen sind. Dieser Baum, der ist, der sieht tot aus. Wahrscheinlich ist der gerade gestorben, als das Pflanzensterben noch eingeschaltet war. Ich hatte das eine kurze Zeit ja eingeschaltet. Und wahrscheinlich ist es bei diesem Zeitpunkt, ist dieser Baum gestorben. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das finde ich noch cool. Ich überlege mir gerade, ob ich das Pflanzensterben wieder einschalten soll, aber bringt ja eigentlich nichts. Weil ich weiß nicht, ob man diesen Baum noch verwenden kann. Könnten wir ja dann mal ausprobieren. Was ich vielleicht auch machen könnte, was zwar nachher nicht, später nachher nicht, was heißt hier später, also was nicht zum Forstprojekt gehört, könnte noch die Silos leeren, entleeren. Eigentlich möchte ich das auch nicht machen, weil es gehört ja nicht zur Forstwirtschaft. Schnell schauen, Forstgeräte. Ja, 188. Also brauche ich noch 9000, rund 9000. Ja, das wird etwa noch 5 Fahrten geben. Und ich denke, mit diesem Aufnahmeprogramm auf noch 5 Folgen. Wenn ich ein anderes Aufnahmeprogramm hätte, würde ich es wahrscheinlich mit diesem Programm fertig machen, dass die 5 Fahrten in einem Video ist, gibt es auch ein bisschen ein längeres Video. Aber das spielt ja keine Rolle. Ups. Gerade nicht konzentriert. So, noch einmal hier den Berg hinauf. Aber der Traktor, der braucht schon ordentlich Kraft hier. Solange er nicht durchdreht. So, und dann zeigt mein Timer, dass die Folge schon wieder rum ist, wie schnell die Zeit vergeht. Danke euch fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.